Hallo zusammen, ich bin Daria und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich neulich Wasserfarbpinsel für Procreate 5 veröffentlicht. Diese Pinsel werde ich euch heute zeigen und wir werden zusammen diese Palmenblätter illustrieren. Wenn euch die Palmenblätter, die ich gezeichnet habe, gefallen, könnt ihr sie als digitale Sticker in meiner Facebook-Gruppe kostenlos herunterladen. Dort findet ihr auch die Linienzeichnung für die Pflanze. Die könnt ihr euch runterladen und in meine Papierdatei einfügen, damit ihr praktisch schon die Vorzeichnung habt und nicht selber zeichnen müsst. Ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr mich auf Instagram besucht. Dort findet ihr immer wieder Inspiration und Ankündigungen, wann neue Pinsel veröffentlicht werden, aber auch wenn es mal Freebies zu sehen gibt. Dann geht es gleich los. Ich hoffe, ihr habt eure Pinsel herunterladen und die Papierdatei geöffnet. Die mitgelieferte Papiertextur ist geriffelt und es ist ganz wichtig, dass ihr nicht auf der Textur selber malt, sondern, das zeige ich euch gleich, also hier seht ihr nochmal die Textur. Wenn ihr in den Ebenen seid, ist es wichtig, dass ihr in der untersten Ebene arbeitet und zwar unter der Paper-Ebene. Also da ist diese Gruppe, die ist auch gesperrt. Am besten fasst ihr sie gar nicht an. Ihr malt, unterstellt eure Ebenen unter der Gruppe. Ich habe meine Palmenblätter eingefügt und werde sie jetzt drehen, damit ich sie im Querformat bearbeiten kann. Zoomt dran, damit ihr gut arbeiten könnt und dann können wir auch gleich loslegen. Ihr könnt nun mein Pinselset auswählen und wir schauen uns das kurz an. Ich habe verschiedene Pinsel erstellt, also teilweise haben wir den Basic Brush 2, den wir gleich benutzen werden. Dann haben wir für den Wischfinger ein paar Pinsel, mit denen wir alles verblenden, ein paar Detailpinsel, die etwas schmaler sind und natürlich diese Flecken, mit denen man dann die Texturen noch einmal verfeinern kann. Dann wählen wir jetzt den Basic Brush 2 aus und können ihn gleich verwenden. Sucht euch dann einen mittleren Grünton aus, also er sollte nicht zu dunkel und auch nicht zu hell sein. Wir arbeiten nicht auf unserer Linienzeichnung, sondern unter der Linienzeichnung, deswegen schiebt die Ebene kurz runter und wir können nun loslegen. Wichtig ist bei Aquarellzeichnungen in Procreate so selten wie möglich den Pinsel loszulassen, damit ihr die große Fläche am besten auf einmal zeichnen könnt. Ihr könnt natürlich auch loslassen, aber es wird dann Ecken und Kanten geben, die wir später dann verwischen müssen. Aber das zeige ich euch jetzt. Also ihr seht da auch den Kontakt zwischen den zwei Flächen. Der sieht jetzt ein bisschen fleckig aus. Das werden wir aber gleich entfernen. Am besten zeichnet ihr wirklich in einem Zug, wenn ihr das könnt. Und später korrigieren wir dann die kleinen, feinen Ecken. Ihr könnt auch, wenn ihr Linien zieht, auch mal weiße Flecken übrig lassen. Also hier zum Beispiel wie ich auf dem einen Blatt, um Glanzlichter zu suggerieren. Jetzt müssen wir erstmal unsere unschönen Ecken noch einmal nachkorrigieren, nachdem wir den Stiel gezeichnet haben. Dafür nehme ich den Wischfinger und nehme den Wash Brush 2. Mit diesem könnt ihr nun über die Flecken fahren und diese mit den anderen Farben verwischen. Am besten ganz sanft, denn wenn wir die jetzt teilweise die Kanten lassen, sieht es so aus, als ob sich dort Wasserfarbe angesammelt und getrocknet ist. Nun färben wir noch die restlichen Blätter ein und werden dieses Grün praktisch als unsere Basisfarbe nehmen. Das dauert natürlich etwas länger, deswegen nehmt euch Zeit, also so eine Zeichnung darf schon gerne mal eine halbe Stunde dauern.
Es macht auch nichts, wenn ihr etwas über die Linie zeichnet. Solche Sachen passieren erstens bei normalen Wasserfarben ebenfalls und zweitens hat man hier die Möglichkeit, das dann mit einem Radierer zu entfernen. Deswegen achte ich gar nicht erst drauf und werde später dann meine Kanten noch einmal nachbessern. Nachdem wir nun alle Blätter angemalt haben, können wir mit dem Wischfinger wieder alle Berührungspunkte verwischen, damit es keine scharfen Kanten gibt. Falls es euch an einigen Stellen noch zu hell ist, könnt ihr gerne noch nachjustieren, indem ihr einfach nochmal drüber malt. Danach können wir mit den Schattierungen beginnen. Und zwar werde ich eine neue Ebene erstellen und diese auf Multiplizieren setzen. Das macht ihr, indem ihr auf diesen Buchstaben seitlich klickt und dann nach oben scrollt bis zum Multiplizieren. Ihr wählt eine etwas dunklere Farbe und könnt jetzt die Schattierung zeichnen. Und zwar ist die rechte Seite des Blattes dunkel und die linke ist etwas heller, deswegen werde ich ordentlich Farbe auf der rechten Seite hinzufügen. Links mache ich einfach nur einen Streifen pro, wie heißen die Dinger, pro Partie. Danach könnt ihr wieder den Wischfinger nehmen und die Farben miteinander kombinieren. Es reicht wirklich nur, die Spitzen der dunklen Farbe zu verwischen, damit die Textur der Wasserfarbe noch übrig bleibt. Das mache ich jetzt auch nochmal mit den übrigen Blättern. Und dann wieder alles miteinander vermischen.
Jetzt müssten wir eigentlich eine gute Schattierung haben. Wenn ich jetzt rauszoome, hat das Blatt schon viel mehr Tiefe als am Anfang. Und das macht es ja auch aus. Also Wasserfarben sind einfach immer nur überlagern, 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 bis man die perfekte Dunkelheit hat. Und genau das müsst ihr dann mehrmals mit dem Blatt machen. Also ich würde jetzt noch einmal dunkle Farbe hinzufügen und verteilen, damit das Blatt mehr Tiefe hat. Und dann kann ich auch noch Schattierungen setzen und so weiter und so fort. Deswegen rate ich euch nicht einfach nur eine Fläche zu machen, dann vielleicht noch seitlich etwas Schattierung. Also ihr müsst wirklich mit diesen Farben und mit den Ebenen arbeiten. Ihr könnt also mit der dunklen Farbe noch einmal über das Blatt gehen. Diesmal nicht ganz so viel Fläche mit dem Pinsel einfärben, sondern darauf achten, wo berühren sich die Blätter. Dort könnte eine Schattierung positioniert werden. Also die Stiele sind umrandet, dann ein Blatt liegt vor dem anderen, das heißt, hinter dem Blatt ist eine Schattierung. Also hier zum Beispiel berühren sich die Blätter, deswegen würde ich auch immer hinter dem Blatt eine dunklere Fläche einfügen. Dann noch einmal alles verwischen. Nachdem ihr mit dem Verwischen fertig seid, könnt ihr nun mit eine neue Ebene erstellen, eine etwas hellere Farbe aussuchen und runter zu meinen Flecken. Dort könnt ihr zum Beispiel Salz auswählen in der hellen Farbe und versucht damit die dunklen Stellen mit dem Fleck zu versehen. Wie ihr seht, bekommt das Ganze dann noch einmal eine andere Textur, was so ein bisschen wie das Salz wirken soll, das man auf Aquarell streut. Probiert auch gerne die anderen Flecken aus, also teilweise sehen sie aus wie Wasserflecken, teilweise ist es einfach nur eine Textur. Ich benutze sie nicht einfach nur so auf dem weißen Blatt als Hintergrund oder so, dazu sieht es nicht gut aus, sondern eher als die Textur auf der Wasserfarbe, die ich benutze. Wenn ihr wiederum zum Beispiel eine große Hintergrundfläche malen wollt, da gibt es diesen Washbrush 3 Pinsel, mit dem könnt ihr große Flächen mit Aquarell zeichnen. Ich füge jetzt erstmal alles zu einer Ebene zusammen und erstelle mir eine neue Ebene. Ich würde mir jetzt auch eine helle Farbe aussuchen. Eine neue Ebene, helle Farbe. Und werde jetzt den Fine Art Brush aussuchen, um mit Weiß meine Zeichenlinien nachzufahren, damit meine Aquarellzeichnungen eine helle Kontur haben. Denn diese schwarze Linie sieht man auf dunklen Farben nicht und mit diesem Detail Brush, je nachdem wie groß oder wie dick ihr ihn eingestellt habt, könnt ihr richtig schön Feinheiten in euren Aquarellzeichnungen einfügen. Das macht ihr dann wieder mit allen Blättern.
Nachdem ihr fertig seid, könnt ihr in Ebenen die Konturzeichnung ausblenden und habt eure Aquarellzeichnung eigentlich auch schon fertig. Was fehlt, ist nur noch unsere Korrektur der Kanten. Dafür nehme ich den Eraser. Also ich wähle die Radierfunktion und wähle in meinem Brushset den Eraser als Pinsel aus und kann dann alle Kanten, die mir nicht gefallen, noch einmal verfeinern, indem ich zum Beispiel das, was drüber liegt, lösche. Hier könnt ihr dann wirklich entscheiden, gefällt mir das oder nicht. Also je nachdem, bleibt die schwarze Kontur bei euch im Bild oder nicht. Wenn ihr zum Beispiel die Kontur behalten wollt, ist es völlig okay, wenn die Farbe auch mal über die Linie geht. Das wirkt dann realistischer. Wenn ihr aber dann die Kontur ausschaltet und es eigentlich um die Form des Blattes geht, also ihr müsst euch genauer dann an die Form halten, um ein schöneres Bild zu bekommen. Mit weiteren Pinseln könnt ihr dann noch Details erarbeiten, weitere Schatten hinzufügen, wenn es euch noch nicht passt. Und ja, ab hier seid ihr kreativ auf euch selbst gestellt sozusagen. Wie ich schon erklärt habe, ist es wirklich eine Überlagerungsarbeit, also ihr müsst eure Schatten setzen, rauszoomen, schauen, ob das passt, noch einmal Schatten legen, verwischen und dann bildet sich wirklich ein ganz tolles Bild, das man kaum von echtem Aquarell unterscheiden kann, zumindest in eingescannter Form. Das war es auch schon mit dem Aquarellbild. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde das Bild nun auf eine Ebene legen und zur Seite schieben, damit ich euch meine Pinsel noch einmal genauer erklären kann. Ich fange einfach oben in meiner Pinselliste an. Wir haben den Fine Brush. Ich hoffe, das sieht man in der Kamera, wenn ich den jetzt so ziehe. Er ist wirklich sehr fein und sehr transparent. Das heißt, wirklich nur für Details verwenden. Dann habe ich einen Dried Brush, getrockneten Pinsel mit einer getrockneten Spitze. Das könnt ihr dann auch gut verwischen. Also alle Farben könnt ihr gut verwischen. Dann haben wir den Main Brush, den wir heute schon benutzt haben. Ich ändere mal die Farben. Ihr könnt auch verschiedene Farben nehmen und diese dann vermischen. Lieber immer etwas leicht aufdrücken und mehrmals drüber gehen, um die Farben zu vermischen. Dann gibt es den Basic Brush eigentlich auch noch einmal in Schlank, um feinere Illustrationen zu erstellen. Und ein eher, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist auch ähnlich wie der Detail Brush, sehr feinen, wässrigen Pinsel. Dann eher einen großen Pinsel, den benutze ich, um auch Texturierung in Flächen zu erstellen, also zum Beispiel eine dunkle Farbe nochmal dunkler zu gestalten oder mit einem Radiergummi helle Flecken zu erstellen. Der Pinsel ist sehr zart. Ich benutze ihn oft für Schattierungen, also Farbschattierungen. Zum Beispiel, wenn ich über grün-gelb oder über blau-lila oder rosa legen will. Oder eben, ich benutze ihn auch gerne als Radiergummi, um Flächen aufzuhellen. Hier auch ganz leicht draufdrücken, wirklich minimal und dann mit dem Wischfinger die Farben kombinieren.
Das sind meine Wischpinsel. Mit denen könnt ihr mit dem Wischfinger alle Ebenen, alle Flächen verwischen. Ihr müsst natürlich in der Ebene sein, in der eure Grafik sich auch befindet. Das mit dem Wischen habt ihr jetzt schon ganz gut geübt, hoffentlich mit dem Palmenblatt. Mein Radiergummi habt ihr schon kennengelernt. Und dann kommt die große Fläche. Dafür muss ich eine neue Ebene erstellen und das ausblenden. Also damit könnt ihr jetzt zum Beispiel auch große Hintergrundflächen erstellen. Und dann später aber noch texturieren, denn ohne die Textur sieht es etwas langweilig aus. Also immer schön auch noch die Flecken verwenden. Für die Flecken erstelle ich jetzt noch kleine Aquarellkreise, da kann ich sie euch am besten zeigen. Also es ist je nach Fleck funktioniert helle Farbe oder dunkle Farbe besser. Manchmal ist es auch gut, sie zu überlagern und zu kombinieren. Ich versuche immer die gleiche Farbe zu nehmen, also dunkelgrün, nicht schwarz, für Schattierung von dunkler Farbe oder hellgrün für helle Farbe, dann vermischt sich die Farbe einfach besser. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Wasserblume, wenn man zum Beispiel in helle Farbe etwas dunkle Farbe reinmischt mit der Wasserblume. Ein Wasserring. Dann habe ich noch das Salz, das habt ihr jetzt schon ausprobiert. Das funktioniert am besten mit heller Farbe. Da sieht man auch ganz gut die Textur. Und dann gibt es noch kleine Wasserflecken bzw. Spritzer. Das war's auch schon mit meinem kleinen Tutorial. Das ging jetzt doch etwas länger, als ich geplant hatte. Ursprünglich sollte es 15 Minuten dauern, jetzt sind es schon 25 Minuten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt einen kleinen Überblick über die Pinsel bekommen. Diese Pinsel gibt es direkt an meinem Etsy-Shop. Der Link ist weiter unten. Ihr könnt auch die kommerzielle Nutzung für die Pinsel erwerben, falls ihr damit Illustrationen oder Sticker für euren eigenen Shop erstellen wollt. Meldet euch bei mir, wenn ihr Fragen habt. Ich antworte immer gerne. Abonniert mich und hinterlasst einen Kommentar. Viel Spaß und schönen Tag euch noch.